Ja, und über die Schlussphase der Klimakonferenz in Ägypten kann ich nun sprechen mit Peter Liese. Er ist umweltpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament und uns jetzt zugeschaltet aus Ägypten per Skype. Guten Tag, Herr Liese. Guten Tag. Herr Liese, diese Klimakonferenz ist die 27. COP-Conference of the Parties. Bisher sind die Emissionen immer angestiegen. Machen Sie uns Hoffnung. Warum wird das diesmal anders? Ja, zunächst mal muss ich mich entschuldigen für die schlechte Bildqualität und kann auch schon eine Brücke zu der Antwort bauen. Ich war jetzt gerade in einem Gespräch mit dem Verhandlungsführer Chinas und ich denke, das ist eins der entscheidenden Probleme, dass wir natürlich in den 90er Jahren anerkennen mussten, dass China ein relativ armes Land war und deshalb nicht wie USA oder Europa behandelt werden konnte als Industrieland. Aber mittlerweile weiß ja jeder, dass China sehr, sehr stark ist wirtschaftlich und auch Verantwortung übernehmen muss. Und ich hoffe, dass wir hier einen wichtigen Schritt erreichen für die Verantwortung Chinas, sowohl was die finanziellen Beiträge als auch die Beiträge zur Reduktion von Emissionen angeht. Europa hat vorgelegt. Wir haben nicht nur 55% geliefert in unserer Gesetzgebung, sondern gehen darüber hinaus. Und ich habe als Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments auch erreicht, dass Geld aus dem europäischen Emissionshandel zur internationalen Klimafinanzierung gezahlt wird. Also wir haben hier gute Bewegung und das in einer Zeit, wo die Welt politisch sehr viel schwieriger geworden ist. Also das ist schon gut, dass es keinen Rückfall gibt, sondern sogar leichte Fortschritte. Also China soll mehr Verantwortung übernehmen, die EU übernimmt, sagen Sie, schon mehr Verantwortung. Und Deutschland will auch mehr Verantwortung übernehmen, denn Berlin stockt den sogenannten Anpassungsfonds um je 30 Millionen Euro vom Umweltministerium und auch vom Auswärtigen Amt aus auf. Welches politisches Signal geht in dieser Schlussrunde von Sharm el-Sheikh von dieser Nachricht aus? Ja, das deutsche Engagement wird durchaus gewertschätzt. Es wird auch anerkannt, dass Deutschland nicht erst 2045 klimaneutral werden will, sondern nicht erst 2050 wie die gesamte EU, sondern 2045. Das ist ja eine Entscheidung noch der Regierung von Angela Merkel gewesen. Aber es wird auch sehr genau hingeschaut, dass wir die Ziele auch erreichen. Und da sind wir jetzt natürlich herausgefordert. Finanziell ist es, glaube ich, wichtiger noch, dass die Europäische Union gemeinsam auftritt. Deutschland ist ein großes Land, aber die EU geschlossen würde mehr erreichen. Also ich kritisiere nicht Deutschland, dass etwas gemacht wird, aber ich glaube, gemeinsam mit den anderen Europäern hätte es noch mehr Wirkung. Die EU geschlossen will ja jetzt bis 2030 nicht 55, sondern 57% reduzieren. Das hat ja Kommissar Timmermans gestern mitgeteilt. Heißt das im Umkehrschluss, wenn alle EU-Staaten so mitwirken würden, wie Sie sich das beispielsweise vorstellten, da ginge noch mehr? Möglicherweise könnten wir über 60 kommen? Über 60 glaube ich nicht. Das ist nicht realistisch. Dieses Ziel, das Europa sich gesetzt hat, ist schon sehr ambitioniert. Das habe ich auch gestern den Amerikanern gesagt. Wenn Joe Biden sein Ziel erreicht, 50% bis 2030 und wir unser Ziel erreichen, dann haben wir immer noch sehr viel weniger Emissionen pro Kopf. Die USA haben 2,5 Mal so viel Emissionen. Also ich glaube, unser Engagement muss sich mehr darauf richten, jetzt andere mitzunehmen. Und da kritisiere ich Herrn Timmermans. Er hat zwar jetzt gestern dieses Ziel von 57% verkündet, er hat aber keine Klimadiplomatie gemacht in den letzten Monaten, obwohl es klar war, dass wir das schaffen würden. Also da war schon in den Vorverhandlungen die Mandate von Parlament, Rat und Kommission. Klimadiplomatie, Herr Liese, in der Hoffnung, dass Sie mich immer noch hören, während wir ein Standbild von Ihnen sehen. Klimadiplomatie in welche Richtung vor allem? Was wünschen Sie sich da? Also, leider kann Herr Liese uns nicht mehr hören. Das war Peter Liese von der EVP-Fraktion, zuständig für Klimapolitik auf der europäischen Ebene, live aus Sharm el-Sheikh zum Endspurt dieser Klimakonferenz in Ägypten.